Moin, mein Brothers and Sisters, mein Name ist Stylie Styles und heute machen wir bei der Nope Challenge mit. Nun, ihr fragt euch bestimmt, was ist die Nope Challenge? Das ist eine sehr gute Frage. Warte mal, erstmal lege ich Mr. Banana weg. Ruh dich ein bisschen aus. Bei der Nope Challenge stellen wir uns unsere größten Ängsten. Dieses Spiel ist nur darauf ausgelegt, sich seinen Phobien zu stellen in VR. Wir haben hier ein schönes Armband, auf dem Atmen draufsteht. Okay, ich habe geatmet. Aber sobald wir in der Challenge sind, steht da drauf Nope. Das heißt, falls wir zu viel Angst bekommen, können wir hier einfach auf Nope draufdrücken und werden aus der Challenge freigelassen. Und da ich nicht weiß, wie ich hier drin Angst bekommen soll, weil ich bin ein mutiger schwarzer Mann, spielen wir das Spiel nicht normal. Hier ist übrigens die Levelauswahl, die verschiedenen Challenges. Sondern wir können hier einen Schwierigkeitsgrad auswählen. Leicht, Mittel und Extrem. Und natürlich nimmt euer mutiger Mann, Stylie Styles, nur Extrem. Oh, ich kann's doch gar nicht auswählen. Na gut, dann müssen wir wohl mal leicht anfangen. Wir fangen an mit der Höhen-Challenge. Welcome to Happy Heights, which might feel ironic soon enough. This skyscraper under construction is our playground today. Wo bin ich hier angekommen? Hallo Kamera, Du kannst froh sein, dass ich keinen Mittelfinger zeigen kann. Sicherheit zuerst. Es ist 0 Tage her seit dem letzten Unfall. Oh, verdammt, der war heute? Und auf dem Armband steht Nope. Alright, wir gehen in den Highspeed-Fahrstuhl. Der ist so klein. Ich dachte, hier geht's um Höhenangst, aber ich bekomme hier doch Klaustrophobie. Alter, ich bin ziemlich groß. Ich brauch einen größeren Fahrstuhl. Der ist winzig. Oh. 104 Etagen in 25 Sekunden. Meine Aufgabe ist einfach. Ich soll über... Verdammt! Halt doch mal an, es reicht! Etage Nummer 104! Walk to the ramp's edge. Oh Gott. Wow. Vielleicht habe ich das ein kleines bisschen unterschätzt. Im Video sieht das bestimmt nicht so schlimm aus, aber in VR... Ach du Kacke. Oh Gott, ich gehe auf die Knie. Ach du Kacke. Ganz langsam. In VR möchte ich hier wirklich nicht runterfallen. Verschwinde da, Taube! Du bist im Weg! Okay, wir müssen bis zum Rand nach vorne... Verdammt, verdammt. Oh mein Gott, ich möchte hier wirklich nicht runterfallen. Ach du Schande. Ich soll hier nur am Rand stehen. Okay, ich kann aufstehen. Mein Fahrstuhl ist runtergefallen. Das heißt, oh Gott, ich komme hier nicht wieder runter. Was? Oh! Okay, Stylie, nimm deine Pillen. Wir kriegen das hin. Und ich, Vollidiot, wollte zuerst mit Extrem anfangen. Oh mein Gott, hier ist zum Glück sicheres Geländer. Das sieht nicht sicher aus. Das sieht... Oh, verdammt. Beruhig dich, Stylie. Beruhig dich, Stylie. Ich habe hier den Nope-Button, falls ich runterfallen sollte. Wieso ist deine Zielscheibe, verdammt? Achtung, du brauchst eine Sicherheitsbrille. Hab ich nicht. Sicherheitsschuhe brauchst du... Ich hab nicht mal Füße, verdammt. Okay, das fängt schon mal doof an. Aber zumindest hier fühle ich mich gerade sicher. Halbwegs jedenfalls. Eins ist schon mal ganz sicher. Diese Baustelle ist nicht in Deutschland. Weil in Deutschland wäre das nicht da... Ich soll mich hier dran schwingen? Oh, Monkey Bars. Aber hier fühle ich mich, wie gesagt, sicher. Weil hier kann ich ja gerade mal maximal 1 Meter runterfallen. Bro, ich bin wirklich runtergefallen. Ist das peinlich? Hier an der Seite kann man sich langhangeln. Das wusste ich nicht. Und jetzt lass dich... Geschafft! Aber das war glücklicherweise ziemlich einfach. Gang, gang. Jetzt wird es ein bisschen mehr... tricky. Oh Gott. Oh. Diese Bretter sehen nicht sicher aus. Bleib vorsichtig, Stylie. Alles cool. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich wette, im Video sieht das so lächerlich aus. Hier ist es halt echt irgendwie ein bisschen creepy. Weil damals habe ich hier auch Richie's Plank Experience gespielt und ich weiß... Ich weiß ganz genau, wie gruselig es ist, in VR zu fallen. Warte mal, warte mal. Oh mein Gott, vorsichtig, Stylie. Runter, runter, runter. Ich halte mich hier fest, alles gut. Langsam, Step. Vorsichtig sein, nicht rund. Easy peasy, lemon squeezy. Obwohl die Bretter halt einfach nicht sicher aussehen. Wie hoch ist denn das noch? Ah! Ach du heilige Kacke. Das könnt ihr doch nicht machen mit dem Brett. Da hätte ich theoretisch draufstehen können. Oh, was ein Sprint. Nice. Hätte ich den Helm mitnehmen sollen? Ich weiß es nicht.
Hier ist auf jeden Fall... Was ist das? Eine Sprühdose? Okay, nur mal so zum Test. Oh, das ist schon tief. Das ist schon ganz schön tief. Oh nein. Ich guck nicht nach unten. Ich werde nicht nach unten gucken. Verdammt. Ich darf kein... Ah! Ah! Ich muss auch loslassen, bevor ich weiter klettere. Komm schon. So. Monkey Bars. Kann ich hier runterfallen? Ich weiß nicht. Ich möchte die Bretter nicht berühren. Die sehen so gefährlich aus. Als ob die brechen, wenn ich mit meinem schwarzen Popo da drauf lande. Nein. Das mache ich auf gar keinen Fall. Auf gar keinen... Verdammt, wie hoch soll ich denn noch... Wohin soll... Oh. Okay, vorsichtig. Boom. Yup. Alles. Woo. Mehr oder weniger gut. Ihr wollt, dass ich darüber laufe, ne? Okay. Ich weiß, mir kann nichts passieren. Ich bin in meinem Zimmer. Alles gut. Oh mein Gott. Vorsichtig, Snily. Was ist denn das für eine hohe Leiter? Gab es keine kleineren bei Ikea? Oh Mann, das ist nicht hilfreich. Von wegen dein Einrichtungshaus. Oh mein Gott. Soll ich jetzt? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Ich kann mich hier theoretisch fallen. Ich weiß nicht, ob ich mich hier fallen lassen soll. Ich lasse mich hier nicht fallen. Ich vertraue dem Brett nämlich nicht. Wenn das Brett heile wäre, wären hier nicht so welche Monkey Bars. Okay. Alles gut. Puh. Das geht auch langsam echt auf die Arme. Das ist ziemlich... Oh mein Gott, ist das Brett dünn. Das ist ein dünnes Brett. Und es werden immer weh. Oh mein Gott, wenn ich hier runterfalle, bin ich tot. Dann bin ich tot, mausetot. Oh, wir haben es bald geschafft. Wir sind bald oben. Oh, meine Arme können langsam nicht mehr. Ich bin erschöpft. Ich habe versehentlich auf den Note-Button gedrückt, aber nur einmal. Alles gut. Wenn man nur einmal drückt, passiert nichts. Was soll ich jetzt... This isn't just a ride. It's your well-earned ticket to safety. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Alles gut? Wow. Bro, es reicht. Ihr Tauben habt gut reden, ihr könnt fliegen, aber ich kann das nicht. Ich habe Füße, weil ich zum Laufen geboren bin. Ich habe keine Füße. Wieso ist die Taube so riesig? Okay, alles... Oh mein Gott, kann ich hier... Ah! Okay, easy, ich bin rübergekommen. Wohin soll ich denn? Ist das der richtige Weg? Oh nein, das ist leider der richtige Weg. Ich kann hier abkürzen, oder? Vorsichtig. Oh, was tue ich denn hier? Was ist denn das für ein unnötiger Weg, den ich langlaufe? Oder musste ich hier langlaufen? Wahrscheinlich sogar. Das Brett wäre doch bestimmt runtergefallen, oder? Ich rede es mir einfach ein, weil sonst bin ich total unnötig hier lang geklettert. Okay, die Bretter sind ein bisschen breiter. Hier geht das. Ist das tief. Da unten ist die Zielscheibe. Komm schon, Snily. Okay, weiter geht's. Das ist nur eine Höhenchallenge, mehr nicht. Und wir haben es gleich geschafft. Hui. Bitte, Brett, bleib stehen. Alles gut. Ich kann mich daran festhalten und runtersliden. Oh Gott. Look at you, conquering heights like a pro. Grip those bars tight. Oh Gott. Get ready to soar. Ich soll da wirklich... Okay, festhalten. Oh. Nicht loslassen. Alles... Was machen die verdammten Tauben? Da verschwindet. Ihr seid riesengroß oder ich bin winzig. Eins von beiden. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ah, nice. You should soon see two buttons. Yep, launches you into more fun. And nope. Wenn ich den Note-Button drücke, bin ich jetzt sicher. Oder wenn ich den Yep-Button drücke, werde ich wahrscheinlich runterfallen. Ich muss es tun, oder? Ich kann hier nicht rausgehen und dann den Note-Button gedrückt haben. Oh Gott. Alles gut. Stylisch. Alles gut. Nein! Ich bin sicher? Willst du mir sagen, ich hätte die ganze Zeit da theoretisch runterspringen können und mir wäre nichts passiert? Zurück auf der Insel. Hallo, Mr. Banane. Oh. Ich schüttel dich ein bisschen. Ich lasse Wut drauf. Kann ich dich eigentlich...
Oh, tut mir leid. Mr. Banane macht einen Strandurlaub. Jetzt können wir bei Höhentheoretisch die zweite Challenge starten. Das werde ich jetzt aber nicht tun. Wir gehen zu den Spinnen. Stepping into the spider arena, are we? Take a deep breath and let's see how you fare with our eight-legged friends. Let's weave through this together with a dash of courage and a hint of wit. Okay, hier sind Spinnen. Und da unten ist ein Knopf. A simple spider sketch, courtesy of my niece. She's eager to see where you'll display your masterpiece. Find its special spot on the corkboard. Bro, ich weiß, wie Spinnen aussehen. Ich brauch das nicht. Bin ich dumm oder so? Aber hier ist ein Knopf. Spider Jazz. Aus. Brauche ich nicht hier. Vor Spinnen habe ich ehrlich gesagt nicht so Angst, von daher sollte das relativ easy sein. See, that wasn't so bad, right? Up next, a framed spider photograph. Als nächstes kommt ein Foto. Soll mir das Angst machen? Observe it closely, then place it where it belongs. Our journey continues. Oh, das ist schon hässlich? Aber irgendwie auch süß. Ich weiß. Nein, nein, ist okay, ist okay. Das ist süß. Als nächstes kommt ein Spinnenspielzeug. Zeig her. Boah, das ist doch. Das ist ja noch viel süßer, das nehme ich. Oh, okay. Das ist ein lustiges Spielzeug. Was? With a funny system to get it fired back up. An emergency key is coming your way. You will soon see what ich bin eingesperrt hier drinnen. This key unlocks the special fix-it tool in the locker. The tool is old school, but effective. Okay, ich brauche den Schlüssel und kann das Ding hier freischalten. Fix-it tool. Ein Hammer? You grab the fix-it tool. Give the fabricator a few good whacks. Just remember, it's for fixing, not for hitting any future eight-legged friends. Okay. Funktioniert's jetzt? No. Es funktioniert. Was soll ich damit tun? Spider. Notice how that bottle shattered? That's a handy trick to remember for another challenge where you will be clowning around. All right. Time for a quick promise before we dive in. We're all about keeping the spiders unharmed here. They're not just costly. They're also part of the No Squash crew. Deal? The screen on the wall is also interactive. Go ahead and select I agree. Okay, wir dürfen den Spinnen nichts antun. Wieso habe ich da den verdammten Hammer? Okay, zeig her. Da ist eine kleine Spinne. Oh, ich habe Taschenlampen. In der Box, die rauskommen möchte. Hä? Okay, so. Wie öffne ich das Ding? Ich soll... Okay, ich unlocke die Spider-Box. Zeit für den großen Moment. Ich bin gespannt. Zeig, hä, wo ist denn... Oh, hallo. Alter, die ist ja wirklich... Oh, das war ein Erfolg. Tut mir leid, Spinne. Man darf Spinnen... Nein, ich soll die nicht hauen. Ich soll sie... Oh, warte mal, ich soll sie hier reintun. Da. Perfekt. Was sollen wir jetzt als nächstes tun? What's next? You decide. We go at your pace. Das war die Spinnen-Challenge Nummer 1? Die war ja easy peasy lemon squeezy. Ach, die heißt ja auch nur erste Begegnung. Es geht weiter und es wird anscheinend immer schlimmer. Es gibt Arnold's Adventure, es gibt das gruselige Basement. Und wenn wir auf die Challenges gehen, gibt es hier ja nur 3 Challenges. Allerdings gibt es mehrere Breeze Spaces. Diese Insel ist ein Breeze Space, auf der neue Missionen sind. Zum Beispiel, oh, ich kann einfach rüber switchen. Cool. Aber Leute, das soll es erstmal gewesen sein. Oh, was ist denn das? Kann ich die... Oh, ich kann die Fischis füttern. Und da ist Herr Banane. Hallo, Herr Banane. Wie geht's dir? Nicht so gut, oder? Verdammt. Die Fische essen gar nichts davon. Aber Leute, das soll es erstmal gewesen sein. Die erste Folge war jetzt nicht ganz so schlimm. Es wird nur schlimmer und schlimmer. Falls ihr mehr von dieser Challenge sehen wollt, dann lasst gerne Like und ein Abo da. Und schreibt Hashtag Nope in die Kommentare. Ich bin bei Tab Andy hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace. Mehr oder weniger. So I told him I'ma flick up.